Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und herzlich willkommen zum nächsten Foto-Battle hier in einer absolut coolen Location im Max Rebel hier in Bielefeld. Und danke an AC Foto für den R5 Testkoffer, den wir für dieses Foto-Battle zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und hey, was wäre ein Foto-Battle ohne einen ehrwürdigen Gegner? Mein Name ist Sascha Perninger, ich bin 39 Jahre alt, ich komme aus Troisdorf, bin seit 2,5 Jahren Porträtfotograf, nebenberuflich. Ich habe mich spezialisiert auf cinematische Porträts, fotografiere aber auch Hochzeiten. Hauptberuflich bin ich IT-Architekt. Nebenbei bin ich Admin bei Portraits Made in Germany. Ich freue mich ganz besonders auf dieses Foto-Battle, weil es quasi wie eine Art Wiederkehr in die Stadt Bielefeld ist. Ich habe damals einen Porträt-Workshop bei Vitali und Olli Hugo besucht und treffe jetzt quasi wieder auf meinen alten Lehrmeister. Und damit wir gemeinsam nicht nur irgendwelche alkoholischen Getränke hier fotografieren, kommt jetzt das Model. Hi, ich bin Min und ich darf heute beim Fotobattle mit Vitali und Sascha dabei sein. Und ich bin schon super aufgeregt, weil ich das noch nie mitgemacht habe. Ich bin auch noch ganz gespannt, was das hier alles wird. In meinem normalen Leben studiere ich Medienwissenschaft. Und aber auch sonst bin ich schon hin und wieder mal vor der Kamera. Und tatsächlich, zum allerersten Mal haben wir sogar beim Fotobattle einen Make-up-Artist dabei. Ganz kurz die Regeln von einem Fotobattle. Zwei Fotografen, ein Model, jeder hat 5 Minuten Zeit an der vorgegebenen Location. Und hier im Max Rebel haben wir uns 3 Spots ausgesucht. Unser Model Min hat 3 Outfits dabei. Also ich würde sagen, let the battle begin. Wow! So, erste Location hier im Max Rebel. Min hat das erste Outfit an. Mega cool, Min. Wir fotografieren an der ersten Location mit der R5 natürlich von Canon und dem 15 bis 35 mm Objektiv. Wir machen erstmal Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt. Are you ready? Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Yes. Gut, okay, cool. Ich fange an. Meine 5 Minuten laufen gleich. Und los geht's. Okay, danke, danke, Sascha. Okay, so, Min. Boah, mit 15 mm alle drauf, Kameramann, Sascha, alle drauf, ey. Jungs, ihr müsst, sorry, ihr müsst weiter weggehen, so. Weil mit 15 mm wollte ich es einfach mal probiert haben. Das ist einfach crazy, die Brennweite. Superman. Superman, hört sich an wie so ein Superheld. Superman. Sehr gut, Min. Ich muss gleich aufpassen, das ist eine krasse Brennweite. Du kannst dich ruhig auch mal auf den Tresen setzen. Auf den Tresen? Ja. Genau, vielleicht einen dann so da drauf, das andere so ein bisschen. Du machst das schon. Genau. Gestern extra sauber gemacht. Versuch eher das Bein hier und das vielleicht so ein bisschen. Okay, ja, sehr cool. Lass mal nach da gehen. Ein bisschen mehr mit dem Kopf nach da, mehr zum Licht. Ja, perfekt. Ja, genau so. So, warte, ich schaue mich mal kurz um. Lass mal hier, vielleicht, dass du dich hier so dran stellst. Okay. Sehr cool. So, Sascha, deine 5 Minuten sind bei mir hier ready und los geht's, viel Spaß. Okay, auf geht's. Wir starten am besten nach hinten. Du kannst gerne dich mal hier seitlich hinsetzen, auflehnen auf dem Tresen. Mit der Hand ein bisschen, also die andere Hand vielleicht ein bisschen nach vorne. Okay, wir wechseln mal die. Moment, noch eins, zwei. Das letzte, noch eins, warte. Wir wechseln mal nach hinten. Ja, super. Genau, mit dem Fußball schon gar nicht so schlecht, obwohl lass mal ruhig. Ja, so ist. Ah, perfekt. Das ist richtig cool. Episch. Yes. Mega. Können wir noch mal ein bisschen nach da hinten gehen? Ja, super. Das ist auch eine super Pose. Perfekt. Seitlich am besten, dass das Licht mehr. Genau, so super. Ein bisschen mehr im Kopf, damit das Licht seitlich auf dein Gesicht fällt. Ja. Super. Ja, genau so. Okay, dann. Wusch, wusch, wusch. Mega. Okay.
So Leute, Location Nummer 2, Outfit Nummer 2 und wir fotografieren mit Canon 24 bis 70 mm. Sascha fängt an der Location. Sascha, deine 5 Minuten, wenn du ready bist, laufen jetzt! Okay, ich würde sagen, wir starten genau hier. Lass mal schnell dahin gehen, wo das Licht ist. Licht suchen. Ja, perfekt. Den Vorhang ein bisschen zur Seite oder gehen ein bisschen nach links. Nein, die Sonne geht weg. Aber so ist gut, ja. Perfekt, genau, ein bisschen mehr seitlich noch. Ja. Jawohl, genau so. Lass uns da vorne hingehen. Hier. Ja, super. Kannst du einmal dich hinsetzen und dein, dass du das Bein noch ein bisschen nach vorne machst? Ja, so. Von oben bitte. Dass das Bein noch auf dieser Stufe bleibt. Perfekt. Ja, klasse. Ja. Einmal hier hin. Ein bisschen weiter rüber zu mir. Das ist super. Perfekt. Okay, nochmal woanders hin. Einmal durch die Scheibe schauen. Von da vielleicht. Okay, hier nochmal. Let's go. Okay, ich würde einmal gern diese Symmetrie hier, so diese leichte Symmetrie von den Treppenstufen mitnehmen. Yes. Mega. Sehr cool. Versuch mal so in meine Kamera zu kicken mit dem Fuß so. Okay, sehr cool. Stell ich mal hier so, lehne ich mal hier so an. Ja, das ist cool. Genau, guck, dass du noch so ein bisschen Licht abbekommst. Ist gut. Ich bin auch die ganze Zeit nur auf 24. Ich guck mal, was 70 so macht. Nee, ich mag 24. Dreh dich mal so, dass du mich eigentlich im Spiegel fast siehst vielleicht. Guck mich lieber wirklich an hier. Genau. Geh näher ran. Ja, ja. Dreh ich mit dem Rücken mal dran. So. Ja. Oh, yes. Okay. Können wir noch hier irgendwas machen? Kannst du dich da so hinsetzen? Sieht doch cool aus. Warte. Sehr cool. Okay. Vielleicht hier nochmal so. So ein bisschen. Oh, yes. Zu hell. Sehr cool. Machen wir irgendwie sowas hier. Ein bisschen. Gar nicht mal so einfach mit dem Fokus. Ja. 3, 2, 1. Okay. Boah. So, dritte und letzte Location hier im Max Rebel. Wieder mal neues Outfit und auch eine neue Frisur. Ich hab's entdeckt, Min. Und wir fotografieren mit dem Canon 70 bis 200 2.8 Objektiv. Eine Brennweite, die gar nicht so meins ist. Eher deins vielleicht, Sascha? Habe ich lange Zeit mit fotografiert. Ja. Deswegen auch diese Location. Wir haben ein bisschen mehr Platz, um mit 200 mm eventuell fotografieren zu können. Sascha, ich bin ready, wenn du Bock hast. Und Min, du natürlich auch ready bist, aber ich... Los! Let's go! Genau, wenn du willst, setz dich. So. Genau, einfach so, ja, yes, genau so. Ich nehme durch die Pflanze so. Ich traue mich gar nicht auf 200. Vielleicht genau da so, damit wir diese Symmetrie haben. Ich glaube, hier haben wir. Lass mal rübergehen.
Hier so stehen. Hier so. Sehr cool. So, ich versuche mal hier so irgendwas. Ja, sehr gut. Hörst du mich noch? Ja, ach, da bist du. Okay. Setz dich mal hier hin. Irgendwie saß du auch schon lange nicht mehr, oder? Doch, du saßt da vorhin. Aber egal. Ja, ja, das ist doch cool. Alles gut. Fünf Minuten laufen jetzt! Okay, wir starten auch direkt hier. Perfekt. Sehr schön. Okay, wir gehen mal Richtung Küche. Kannst du dich einmal hier in den Rahmen lehnen? Darf ich Störer verwenden? Ja, okay, Moment. Hier. Sehr schön. Ja. Oh, ich habe die Location wieder verlassen. Oder stell dich hier in die Mitte. Sehr schön. Kannst du mit den Haaren, also dass die Haare so ein klein bisschen die Strähnen vor den Augen sind, auf einer Seite zumindest? Ja, so. Ja, das ist sehr schön. Okay. So, das war die letzte Location. Das war's von dem Fotobattle. Sascha, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht mit dir. Ich bin gespannt auf deine Bilder. Min, das hast du mega gemacht. Mega coole Outfits. Hat richtig Spaß gemacht. Und danke an Timo, an dich, für den Kameramann hier, für dieses mega geile Material, was du hier aufgenommen hast. Und natürlich danke auch an Max Rebel für diese coole Möglichkeit, bei miesem Wetter hier drinnen schön im Trockenen zu fotografieren. Und natürlich an AC Foto für das Leihen von diesem R5 Testkoffer. Vielen, vielen Dank. Jetzt seid ihr dran. Ihr könnt einfach in die Kommentare schreiben, welche Bilder fandet ihr besser und warum fandet ihr besser. Ist auch völlig okay, wenn es total unentschieden ist, aber würde uns persönlich einfach mal interessieren. Es ist eine Challenge, es macht uns einfach Spaß und fühlt euch dadurch auch ein bisschen motiviert, selber vielleicht mit euren Kollegen, Kumpels, Fotografen so eine Challenge zu machen, einfach rauszugehen, Fotos zu machen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, sagen bis zum nächsten Mal, hier auf meinem Kanal, bleibt gesund und ciao.